Eine sehr ungewöhnliche Übersicht über ein Hotel, das man jetzt besser nicht besuchen sollte. Wenn euer Reisebüro dieses Hotel empfiehlt, ist es besser, das Reisebüro zu wechseln. Heute sprechen wir über das ägyptische Hotel Old Palace Sahel Hashish 5 Sterne. Ich erinnere euch auch daran, dass jede Woche neue Hotelübersichten auf dem Kanal veröffentlicht werden. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und zögert nicht, Fragen zu stellen. Wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Das Gebiet Sahel Hashish gilt als Bezirk von Hurghada und liegt etwa 30 Kilometer vom Flughafen entfernt. Die Hotels sind hier überwiegend im Premium-Segment angesiedelt. Dies ist ein sogenanntes geschlossenes Gebiet, da nur diejenigen dort sein können, die hier Urlaub machen oder leben, und es ist nicht möglich, einfach so hierher zu kommen. Und hier wird dieses Hotel seinem Namen zu 100% gerecht. Old Palace ist in seinem Zustand alt. Es fühlt sich an, als wäre das Hotel verlassen, von Managern dem Schicksal überlassen. Es gibt keine Landschaftsgestaltung. Das Gras ist ganz trocken. Das Gelände ist kompakt und in einem sehr schlechten Zustand, was auch über den Mangel an Service in diesem Hotel sprechen kann. Ich weiß, dass das Hotel früher gut und beliebt war, aber nicht jetzt. Gleichzeitig verfügt es über eine ausgezeichnete Lage. Das Hotel liegt im Zentrum des Resorts Sahel Hashish. Es liegt ganz in der Nähe des zentralen Platzes und des Hafens. Man kann entlang der Resortpromenade entlang aller Hotels spazieren gehen. Es gibt Geschäfte in der Nähe. Die Hauptsehenswürdigkeit von Sahel Hashish ist ein Platz mit Springbrunnen, der von Lauben und Bögen im traditionellen orientalischen Stil umgeben ist. Ein Hotel, das mir nicht besonders in Erinnerung geblieben ist und leider auch keinen Eindruck hinterlassen hat. Die Zimmer sind alt, nur die Kategorie Chalet sieht ziemlich modern und mehr oder weniger frisch aus. Der Strand des Hotels ist aber einer der besten. Es ist sandig, geräumig und mit Liegestühlen mit weichen Matratzen, einer Bar und Umkleidekabinen ausgestattet. Der Einstieg ist sanft, es sind keine speziellen Schuhe erforderlich. Wenn man ein Korallenriff benötigt, dann befindet es sich an einem anderen Teil des Strandes, wenn man zur Seite geht. Es ist gut, dass die gewöhnlichen Mitarbeiter immer noch versuchen, das Hotel in Betrieb zu halten. Aber das Hotel verlangt wirklich nach einer Renovierung. Ich hoffe, dass es bald wieder wie früher erstrahlt. Freunde, wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Wir antworten immer gerne. Abonniert den Kanal und vergesst die Likes nicht. Wir veröffentlichen jede Woche Übersichten über neue Hotels.